Willkommen zum Star Talk. Heute mit einem Mann, von dem Sie garantiert schon was gehört haben, es vielleicht aber gar nicht wissen. Denn er ist einer der erfolgreichsten Komponisten Deutschlands, ein absolut sympathischer Musiker, Dirk Michaelis. Hallo Dirk. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Du hast jetzt eine neue CD rausgebracht und die ist eigentlich dein Lebensmotto. Dirk Michaelis singt und du singst und singst und singst. Du hast hier deine Lieblingslieder veröffentlicht. Ja. Also das Besondere an diesem Konzeptalbum ist, dass ich also Welthits singe und zwar auf Deutsch. Diese Welthits sind zum Teil von Chris Rea, sie sind von Paul McCartney, von Sting. Musstest du nicht um Erlaubnis fragen? Leider habe ich ja nicht die Telefonnummer von Sting und Paul McCartney in meinem Handy drin, aber da gibt es natürlich diverse Möglichkeiten über die Verlage und über die Plattenfirmen. Und das Interessanteste daran ist, dass die natürlich gerne wissen wollen, was wir denn nun in Deutsch singen. Wir sind ja sehr nah am Original geblieben, auch inhaltlich. Wir haben auch darauf geachtet, nicht nur auf den Wohlklang der Worte, sondern auch auf den Inhalt. Und das machte diese Arbeit ja so spannend. Und wir haben dann also diese Songs jeweils zu den Originalen geschickt und die haben sich das angehört, haben sich dann auch mit der jeweiligen Rückübersetzung beschäftigt. Und da war ich dann doch schon ganz schön stolz, dass dann also auch mit einem Congratulation so ein Okay kommt von Sting. Und auch Paul McCartney entscheidet ja diese Sachen gern selbst. Und diese Genehmigung zu bekommen, diese großartigen Lieder in deutscher Sprache zu singen, das war ein großes, großes Glück für uns. Die Auswahl der Lieder, die kam von dir selber. Was hat dich dabei bewegt? Na, ich mache ja nicht nur gern selbst Musik, sondern ich höre ja auch viel Musik und die Auswahl zu treffen, das ist schon eine ziemlich schwere Entscheidung. Stell dir mal vor, du sollst jetzt die Top 10 deines Lebens aufschreiben und du wirst immer korrigieren. Oder es kommt jemand, der dann plötzlich sagt, aber hast du denn auch an Led Zeppelin gedacht oder an die 80er, Depeche Mode und so? Also du wirst immer wieder durcheinander gewürfelt, weil es gibt einfach so viele tolle Musik und nun, wir hören ja nun schon ein bisschen länger solche Sachen und da kommen dann Erinnerungen hoch. Das sind schon sehr authentische Songs, die mit mir und meinem Leben zu tun haben, aber eben nicht nur die von ganz früher, sondern ich habe schon auch darauf geachtet, dass ich auch Songs berücksichtige, die eben noch nicht ganz so alt sind. In der Top 10 vieler ist aber auch dein Superhit, Als ich fortging. Du wirst natürlich immer wieder darauf angesprochen. Eines der meistgecovertsten Lieder habe ich gelesen. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen oder als ich aufgehört habe zu zählen, da waren es so circa 25. Es ist natürlich eine große Ehre für das Lied, in diversen Sprachen auch übertragen zu werden. Also erstmal die Originale, das macht natürlich Stolz. Rosenstolz hat das Lied gesungen, also es macht Rosenstolz. Und die Pudis und viele andere großartige Kollegen. Es gibt eine schöne griechische Version in Französisch, in Spanisch. Und jetzt warten wir noch vielleicht auf die Revanche, auf die Version in Englisch. Mal sehen, ob vielleicht einer der Interpreten, die ich covern durfte, sich vielleicht mal dieses Liedes annimmt. Das wäre natürlich geil, ne? Sting singt Dirk Michaelis. Wollen wir mal sehen. Ja, äußerlich habt ihr euch auch schon angenähert. Naja, das ist, glaube ich, Zufall. Aber die ganze Initiative, kann ich ja so sagen, die kam ja nicht nur von mir, sondern das war auch eine Idee vom Publikum. Das Medium Internet macht es möglich. Ich habe dann eines Tages Post bekommen, Mensch, ich habe heute den ganzen Tag Sting gehört und irgendwie bist du mir immer wieder in den Sinn gekommen. Ich würde ja gern auch mal ein Lied von Sting von dir hören, aber du singst ja nur Deutsch. Und das war eigentlich so ein bisschen die Initialzündung, dass ich dann überlegt habe, Mensch, warum machst du nicht aus entweder oder sowohl als auch? Und so singe ich jetzt eben ein Lied von Sting und zwar auf Deutsch. Angelo Kelly singt es ja auch. Hat der bei dir auch angefragt? Nee, hat er nicht. Das ist auch nicht so nötig, wenn man ja nichts verändert. Also wenn er jetzt eine Nachdichtung hätte machen wollen, dann hätte er ruhig fragen können oder fragen müssen. Aber insofern hat er ja sozusagen nichts verändert. Er kann das Lied singen. Also alle können das Lied singen. Also ich freue mich darüber. Udo Jürgens fragte mich einst, sag mal, ist das ein Volkslied, dieses Als ich fortging? Und ich habe dann gesagt, naja, ich würde mich freuen, wenn es eins wird. Aber geschrieben habe ich es. Du schreibst auch viel für Krimiserien, überhaupt für Fernsehserien, Polizeiruf. Ja, die Genex-Version des Tatort.
hat es mir angetan. Ja, ich hatte ab und an mal die Gelegenheit, etwas Filmmusik zu machen. Und ich glaube, auch dieses Lied, da bleiben wir wieder bei Als ich fortging kleben, lief, glaube ich, gerade vor ein paar Tagen wieder der Film Eifersucht von Bernd Böhlich. Ich glaube, dass diese Folge des Polizeiruf auch einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass dieses Lied einfach so populär wurde und so sich so in den Herzen der Menschen festgesetzt hat. Einer deiner größten Fans, und von dem bist du ja auch Fan, ist Gojko Medic. Wie kam das? Also das ist ganz klar zu erklären. Ich gehöre zu der Generation Jungs, die also nicht einen Indianerfilm ausgelassen haben. Und ich hatte, glaube ich, alles, was es gab aus dem Filmspiegel, aus dem Neuen Leben, aus der Frösi. alle Fotos von Gojko Medic hatte ich an meiner Wand kleben, in meinem Kinderzimmer. Später habe ich dann also eine Musik machen dürfen für einen Film, in dem er dann auch mitspielte, Gudrun Landgräbe und Gojko Medic. Und da haben wir uns kennengelernt und natürlich musste ich ihm davon erzählen, dass ich zu seinen größten Fans gehöre. Und er erzählte mir dann wiederum, dass er auch dieses Lied für sich entdeckt hat. Und das war irgendwie eine ganz seltsame Begegnung, die aber natürlich sehr viel Spaß gemacht hat. Später sind wir dann zum Wein übergegangen und dann, also Feuerwasser. Und haben gegenseitig uns großartige Geschichten erzählen können über unsere Karrieren. Du bist auch Botschafter der Carreras Stiftung. Das ist dir ein besonderes Anliegen. Ja, über das großartige Duett, was ich natürlich immer in Erinnerung haben werde, also mit so einem Mann wie José Carreras, das eigene Lied in spanischer Sprache zu singen, das war schon eine große Herausforderung und hat natürlich diesem Song auch den Ritterschlag verpasst. Dieses Duett haben wir im Rahmen seiner José Carreras Leukämie Stiftungsgala aufgeführt und über diesen Weg kam ich also auch zu diesem Thema und er hatte dann später, als es darum ging, auch populäre oder prominente Leute zum Botschafter der Stiftung zu benennen, hat er auch an mich gedacht. Das ist mir eine große Ehre und ich werde das natürlich als Botschafter auch mit nach außen tragen, dass es diese Stiftung gibt. Die ist ergoogelbar, genauso wie wir als Künstler. Also informiert euch ruhig und kommt uns mal besuchen. In Thüringen hast du aber nicht nur Fußabdrücke, auch Handabdrücke hinterlassen. Ja, es hat sich rumgesprochen. Das war eine hübsche Idee. Nun habe ich leider ziemlich große Hände. Was heißt leider? Dann kann man ein bisschen gut Klavier spielen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die passt gar nicht genau rein in diesen Abguss dort, aber das ist eine schöne Idee und da gibt es wohl auch irgendwelche Ausstellungen ab und an und so bleibt man eben halt in Erinnerung. Das war auch wieder für einen guten Zweck, ja? Ja, ja, das ist, also ich weiß jetzt nicht, ob man das sagen darf, und das ist von der Sparkassen, wie heißt das, Thüringen Nord irgendwie, ich habe es jetzt vergessen. Ja, Sparkasse Südthüringen, die sind ja sehr rührig und sind also auch in karikativen Möglichkeiten werden da ausgeschöpft und Kunst und Kultur wird gefördert. Das ist schon also nicht mehr so selbstverständlich heutzutage, dass es Leute gibt, die sich da noch engagieren. Und insofern, wenn das dann also hilft, dass man auch mal seine Hand in Gips drückt, dann mache ich das gern. Du bist hier heute in die Kulisse gekommen und sofort ans Klavier. Die Musik, die treibt dich. Was machst du aus in deiner Freizeit? Na, es ist so, dass ich gar nicht so viel Gelegenheit habe, etwas anderes zu tun. Und ich habe auch gar keine Lust, etwas anderes zu tun. Also mitunter, na klar, dann legt man sich auch mal ein bisschen lang oder liest ein schönes Buch und lässt sich inspirieren. Aber größtenteils, ja, es hat mein Leben schon sehr viel mit Musik zu tun. Und wenn nun so ein schönes altes Klavier hier steht, dann will man da auch mal reindrücken. Mit deinen Freunden Dirk und André, bist du wieder auf Tour? Ja, die drei Heiligen, das ist ja ein schönes Projekt, was schon über doch fast schon 20 Jahre besteht, aber wir lassen uns ja immer sehr, sehr viel Freiraum, damit wir uns nicht auf den Geist gehen. Und aber der Erfolg des diesjährigen Konzerts der Tour im Januar, der schrie förmlich nach Verlängerung und so haben wir also gesagt, okay, wir machen jetzt mal dann doch gleich im Januar 12 wieder eine große Runde und da werden wir also, ich glaube, inzwischen 19 oder 20 Konzerte spielen in diversen Kirchen und Kulturhäusern und so weiter, aber auch das ist ergoogelbar, das werdet ihr alles schon finden.
Bis dahin haben wir ja noch Weihnachten vor der Tür. Das Schöne ist, hier sind auch Weihnachtslieder drauf. Also falls jemand ein Weihnachtsgeschenk sucht. Naja, das haben wir wohlweislich auf eine externe CD gepackt. Das ist ja sozusagen die limitierte Erstauflage mit einer extra CD der Weihnachtslieder. Weil es auch mir so geht, spätestens am 27. Dezember will man das nicht mehr hören. Ich möchte aber, dass man meine Platte Dirk Michaelis singt, Welthits auf Deutsch, auch mal im Sommer in dem Modus Repeat hören kann, ohne dass man dann plötzlich auf ein Weihnachtslied stößt. Gut, wir müssen jetzt noch eine Sache klären, bevor ich mich von den Zuschauern verabschiede. Du sagst immer in deinen Konzerten, dass du einen Eislöffel mit dem Namen Dirk suchst. Ja, das ist inzwischen eine zauberhafte Tradition geworden. Ich habe natürlich inzwischen diverse Eislöffel geschickt bekommen. Das war eigentlich mal ein kleiner Scherz. Ihr wisst das ja, es gab ja diese Löffelchen, wo dann diverse Namen drauf standen. Dieter und Ute und Gabi und Jürgen und alles Mögliche. Und ich war dann als Junge dann auf der Suche nach meinem Löffel, Dirk. Und hatte damals halt nie einen gefunden oder vielleicht war es auch Absicht, dass der extra rausgenommen wurde, um mich zu necken, keine Ahnung. Und diese Geschichte habe ich dann des Öfteren mal erzählt bei den Konzerten und das regte die Leute an, Dirk Löffel zu suchen und sie mir zu bringen. Und das ist einfach eine schöne Sache, ich freue mich darüber sehr. Du hast ja auch viel Geld dafür ausgelobt, das möchte ich jetzt kassieren, denn ich habe wahnsinnig viel Eis gegessen, meinen Körperumfang verbreitert und habe einen Dirk Löffel für dich. Das ist natürlich großartig. Danke, danke, danke. Danke. Also, ne, hier, auf dass ich ihn noch nicht so recht, also nicht zu früh abgebe. Also wir gehen jetzt ein Eis essen. Ich danke dir. Ja, okay. Und ich bedanke mich bei Ihnen.